Zum Abschluss der Olympia-Qualifikation in Füssen treffen Österreich und Italien aufeinander. Bedeutungslos das Spiel für Olympia, weil Dänemark vorher schon qualifiziert war, aber von hoher Bedeutung, um sich nochmal zu messen, noch einmal zu zeigen, diese Quali ordentlich abzuschließen. Österreich mit dem Sieg gegen Deutschland und der Niederlage gegen Dänemark. Und in Rückstand, denn in der vierten Minute bringt Chelsea Folani die Italienerinnen mit 1-0 in Führung. Aggressiv reingegangen nach dem Bulli. Scheibe gewonnen, in den Slot gespielt. Folani, die auch schon gegen Deutschland getroffen hatte. Mit dem 1-0 für die Außenseiterinnen. Österreich Mitte des ersten Drittels. Kam immer besser zurecht, auch immer wieder über Anna Meixner, die absolute Topspielerin. Meixner mit dem Ausgleichstreffer. Anna Meixner, die bei Brynäs IF in Schweden spielt. Unglaublich schnell ist sie. Einen guten Schuss hat sie. Eine richtig, richtig gute Eishockeyspielerin mit einem richtig guten Turnier. Der Ausgleich also. Dann Folani mit dem Rückpass, der aber abgefangen wird. Und die Kontermöglichkeit für Österreich. Janine Weber. 2:1 für Österreich. Weber, die bei Connecticut Wales spielt in Nordamerika. Doppeltorschützin beim 3:0-Sieg gegen Deutschland. Auch sehr, sehr schnell und dann auf die Rückhand gelegt. Und Österreich drehte das Spiel. Die letzte Minute im ersten Drittel und noch einmal ein Pass auf Mike, sondern dann aufgepasst. Was für ein Save von Martina Fedel. Sehr eigene Technik, viel auf dem Bauch und auf dem Hosenboden im Spagat und hier mit der Hacke, mit der Kufe wehrt sie den Schuss ab. Ganz stark gehalten. Schwerer Gegner für Österreich und enges Spiel, auch ins zweite Drittel hinein. Italien arbeitete hart, aber Österreich legte nach mit Fazokas zum 3:1. Annika Fazokas leitet selbst ein, spielt dann runter auf Schafzahl, verzögert auch noch mal gut, weil sie merkt, den Schuss kann sie nicht gleich abgeben. Und dann unter Fidel hindurch zur 2-Tore-Führung für Österreich, unterstützt durch Fans vom UFTA, vom Fanclub der Nationalmannschaft in Füssen. Und sie legte nach im dritten Drittel in Überzahl. Der erste Schuss noch gehalten, dann kommt der Rebound zu Antonia Matzka. 4:1. Italien musste dann doch dem Fakt Tribut zahlen, dass man eben als Außenseiter reingegangen war, ins Turnier und in jedem Spiel hart arbeiten musste. Sie gaben alles, aber die Kräfte schwanden hinten raus und Österreich nutzte das aus, immer wieder mit viel, viel Tempo. Auch nachgearbeitet, nächstes Tor durch Matzka, der Doppelpack. Das 5:1 für Österreich. Das zum Spiel kommt von der 24. Der klarste Sieg also bei diesem Turnier und einen hatten die Österreicherinnen noch einmal mit ihrem Tempo in den letzten Sekunden noch einmal Trummer und dann macht sie das 6:1. Es reicht nicht für die Olympia-Qualifikation, trotzdem Anna Meixner nicht enttäuscht, sondern wirklich auch sehr, sehr glücklich über das, was ihre Mannschaft bei diesem Turnier gezeigt hat. Tor-Team Österreich, das zum Spiel kommt von der 20, Janine Weber, die Torschützin, die 24. Meine Gefühle sind, ich bin extrem stolz. Stolz auf so eine junge Mannschaft, was wir erreicht haben. Ich glaube, wir haben als kleine österreichische Nation Welt super, super gutes Eishockey gezeigt gegen die großen Nationen. Meiner Meinung nach, es ist ein Riesenschritt in die richtige Richtung und ich glaube, die Zukunft des österreichischen Nationalteams ist groß. Wir können alle stolz auf uns sein. Man hat gesehen, dass wir Teamgeist haben. Wir haben als Mannschaft gespielt und eigentlich wirklich gut gespielt. Meiner Meinung nach, wir sind es leider nicht gewöhnt, auf diesem Niveau 3 Spiele in 4 Tagen zu spielen und das hat man eben schlussendlich auch gesehen. So war es. Am Ende waren die Kräfte weg bei Italien und Österreich. Fährt den klaren 6:1-Sieg ein. Entscheidend dann die Niederlage gegen Dänemark im direkten Duell. Es war knapp, aber es hat nicht gereicht für Peking.